Dann bin ich ja mal gespannt. So, dann fangen wir mal an. Ja, das Tutorial, das kenne ich ja. Kampagne möchte ich nicht spielen. Fangen wir mal ganz von vorne mit einem Szenario an. Was nehmen wir denn hier? Ja, eine große XL-Karte, 80 Gebäude und 12 Gegner. Das ist mir zu viel. Blood Island hört sich gut an. Es ist eine mittelgroße Karte. Cold Fusion, nur Zweig. Na, ich weiß nicht. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, liebe Leute. Diplomacy of the Dragons. Large. Das hört sich gut an. Okay, dann wählen wir das mal. Dann machen wir das schön auf klassisch. Oh yeah. Echsenmänner. Und die Elfen sind dabei und die Orks sind dabei. Und ich spiele die Frostlinge hier. Ja, ich möchte meinen Anführer gestalten und einen Bündnissieg vereinbaren. Dann werde ich... Stopp. So lange habe ich das nicht mehr gespielt. Also, alles klar. Nochmal Anführer gestalten. Das ist wichtig und klassisch, also rundenbasiert. Es geht auch live. Also wie heißt das hier in Echtzeit? So, dann starten wir mal. Boah, wen nehmen wir denn mal als Frostling, so einen frostigen Typen auswählen hier? Ja, da fängt es wieder mit den Elfen hier an. Also frostige Typen. Der sieht frostig aus. So. Der hat auch einen Wolfsschädel auf. Den nehmen wir mal. Wolfgar. Fällt mir gerade eben so spontan ein. Ja. Porträt ausgewählt. Weiter. Jetzt kann ich die Abilities sozusagen einstellen. Entweder kann ich hier was wegnehmen. Dann wird mir hier oben was wieder gut geschrieben, wobei ich die Fähigkeit habe hier. Angsteinflößend, Bergstein, Blick des Verderbens, Blitzangriff. Also wichtig ist Parade, das weiß ich noch. Krasstarnung, Hellsehen, Kunst des Barden. Kunst des Baden. Parade 5. Das sind die Kosten dafür. Aber was haben wir denn hier für Fähigkeiten, die wirklichen Fähigkeiten? Anführer ist klar, 10 Waldwesen, 5 und Zauber, 2 gleich. Das ist gut. So, wo können wir noch ein bisschen hier einsparen? Nehmen wir mal hier. Treffer nur mal 10 Einheiten. Und dann möchte ich ganz gerne hier auswählen, die Parade. Die kostet auch nur 5. So, die fügen wir hinzu. Was gab es denn noch Wichtiges? Mein Gott, dieses Spiel habe ich wirklich lange nicht mehr gespielt. Stürmen kostet auch 5. Das ist aber auch nicht schlecht. Komm, tun wir Stürmen auch dazu. Ja, dann haben wir schon mal Fähigkeiten. Dann geht's weiter. So, und Frostling hat natürlich Sphären, die hauptsächlich aus Wasser und Luft bestehen. Ich finde, die sollten wir auch lassen. Ich könnte die hier sozusagen alle wegnehmen. Ja, und noch ein paar zusätzliche nehmen. Jetzt muss ich mal eben überlegen, dass ich dann später noch welche dazu nehmen kann. Aber hier mit dem Schein drumherum sind es nur die, die ich nehmen könnte. Dann nehmen wir doch mal hier Leben. Aha. Nochmal Leben und nochmal Luft, dann ist das gut so, finde ich auf jeden Fall.
Okay, hier sind unsere Fähigkeiten, was wir machen können. Und hier sind die Sachen, die Eigenschaften, die wir haben, liebe Freunde. Dann gucken wir doch mal weiter. Beenden wir das mal und schon geht's los. So, Diplomatie mit Drachen. 1054. Lia stiftete streitende Völker. Okay, das ist Flavortext. Den könnte man jetzt eigentlich getrost weglassen. Also, Szenario-Info, Zielkarte einnehmen, Bündnissieg aktiviert. Spieler auf der Karte sind 4, maximal Sphärenlevel 7, Spielhelden 5, einzelner Computer, Rundenmodus klassisch. Perfekt. Was wollen wir denn als erstes hier lernen? Oh Gott, ich muss ja noch die... Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Waffe verzaubern, Sonnenblitz, nope. Was immer gut ist, ist Eissplitter und Kettenblitz. Dann machen wir als erstes die Eissplitter. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier meine... nein, das ist das. So, das ist das. Magie, genau richtig. Da muss ich mal eben pro Runde noch meine Magieverteilung machen. Kraftbasis 15, Forschungspunkte 8. Netto die Kraftverteilung. 7 Mana, da geht also sozusagen 8 in die Forschung rein. Das kann ich einstellen, indem ich mich mehr auf Mana verlege oder mehr auf die Forschung verlege. Also desto mehr Forschungspunkte ich kriege, umso schneller kriege ich die Fähigkeiten. Das ist natürlich cool. Na, ich würde mal sagen, wir bleiben immer so auf 5 Mana. Dann steht ja auch hier, wie viele Runden ich brauche, um Eissplitter gelernt zu haben. Okay. Akzeptiert. Zauber habe ich keinen gewirkt. Global und Kraft. Wunderbar. Dann gehen wir mal hier wieder auf Forschung. Hier kann man sehen. In dem Forschungsbuch. Noch 6 Runden übrig. Alles klar. Ja. Dann geht es weiter. Städte habe ich noch keine eingenommen. Okay. Ganz wichtig sind die Ereignisse immer hier. So, was haben wir hier an Beziehungen? Die sind uns alle gut gesonnen bis jetzt. Also noch keiner ist feindlich. So, Menschen ist klar. Völkerbeziehung höflich. Freundlich. Neutral. 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 Okidoki. Ja, dann fangen wir doch mal an, ein bisschen hier was zu suchen. Und zwar haben wir ihn hier. Der besteht aus unserem Helden. Mit diesen Fähigkeiten. Der Info. Gesinnung ist auch neutral. Gegenstände hat er noch keine angelegt. Die werden wir im Laufe des Spiels irgendwann mal kriegen. So, dann haben wir hier Frostling Wolfsreiter. Ja, dann lassen wir die doch mal scouten. So, einen lassen wir mal scouten. Einen geben wir mal hier hin. So. Eine Mine eingenommen. Edelsteine einer Mine sind eine wichtige Einkommensquelle. Also 10 Gold Einkommen. Hervorragend. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können, wenn wir Gold kriegen oder genug hätten. Dann werde ich mal unseren Reiter mal wieder hier losschicken. So, der Stadtrat bietet ein Bündnis gegen 138 Goldstücke. Was machen Sie, wir? Wie viel Gold haben wir denn? Okay, das könnte klappen. So, jetzt haben wir schon mal hier ein Gebäude eingenommen und auch seine Einheiten. Das finde ich gut. Mal gucken, wie das aussieht. Piekemann, Info. Moral ist gut. Das ist schön. Das wird bei den anderen auch so sein. So, jetzt gucken wir mal hier bei den Gebäuden. Können wir die irgendwie noch ändern? Wir können erstmal so eine Art
Wie war das nochmal? Bevölkerung, Einkommen, Verbesserung nehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wie war das nochmal? Ach ja, ich kann hier upgraden. Und ich kann hier aufwerten. Werte die Infrastruktur der Stadt auf. Und das ist wichtig, das möchte ich ganz hier gerne haben. Dann kommt das in die Pipeline hier. Es gibt bis zu 5 Workflow-Punkte. Und das dauert dann halt eben 2 Runden, kostet auch immer etwas. So, Moment mal, wie war denn das nochmal mit der Reihenfolge? Ach ja, richtig. So, dann kann ich hier 2-mal befestigen, das ist ganz gut. So, wir wollen auch nicht zu viel machen. Okay, Verbesserungen ändern. Zack. Auch hier 2-mal befestigen, damit wir das schon mal haben. Jo, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier für ein Gerät? Das ist eine Werft, baut Boote zur Überquerung von Gewässern. Das ist schön. Dann gucken wir mal, wo ist denn eigentlich unser Heinz hier? Den könnten wir sozusagen hier wieder hin tun als Verteidiger. So, dann werde ich mich mal hier hinbegeben. Meine Gruppe stärken. Ja, und wer davon kann hier noch richtig schön latschen? Das ist so einer hier. Machen wir das mal. Kommen wir denn da hin? Ah, der müsste über die Brücke. Okidoki, nein, das machen wir so nicht. Wir werden erstmal den weglassen, die Pikemänner und hier die Bogenschützen mitnehmen. Und die werden wir dann hier schon mal vor der Brücke platzieren. Okay, dann geht das nicht. So, das ist Wolfgar, unser Held. Und jetzt werde ich mal die Runde beenden. Mal schauen, was passiert. Ihre Runde. Schön. Höhlen? Haben wir keine. Okay, das ist alles nur auf der Oberfläche. Da haben wir mal Glück gehabt. Okay. So. Gucken wir mal weiter. Was wir noch machen können, ist in der Pipeline ein paar Peoples zu generieren. Rostling Bogenschütze. Bis da hinten hin fertig. So, das machen wir dann auch hier. Aber dafür kann man Menschenbogenschützen hier generieren. Und dann machen wir auch mal hier alles voll. Fertig. Exit. Hätte ich vorher machen können. Nun gut. Dann wollen wir mal schauen, wie weit wir hier hinkommen. Ah! Sehe gerade was. Eine Einnahmequelle. Sehr schön. Ganz wichtig, immer das Tagebuch lesen. Denn da sind manchmal ein paar Sachen drin, die man meistens übersieht. So, du bleibst erstmal hier drin. Okay, dann gehen wir mal hier rüber mit unserem. Okay. Nein. Bleib erstmal hier. Und ich mal hier rausnehmen und könnte mal hier ein bisschen näher rankommen. Okay. Weiter geht's. So, hier sehen wir unsere Einnahmen. 322 haben wir jetzt auf dem Konto und 106 Einnahmen. Und 25 Mana plus 5. Golak befestigt, Kalek befestigt. Sehr schön. Die sind erstmal schön befestigt. Das ist gut. Gucken wir nochmal nach. Es wird nochmal eine Runde befestigt, also stabilisiert. Mit Stein dann. Und auch hier. Okay. So, dann müssen wir mal weiter scouten, indem wir mal hier
den Hafen beziehungsweise die Werft mal uns anschauen. Da können wir auch was machen. Was können wir denn machen? Wir können nur Transportschiffe machen. Das heißt also, wir müssen eben zu... Moment mal, fertig. Ich kann nur Transportschiffe machen. Ändern, ich muss mal aufwerten. Produzieren, nee. Mit Aufwertung ist da noch nichts. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Weiter geht's. Oder hinten ist noch was. Erst mal gucken, ob ich mit dem hier weiterkomme. Ja, das ist gut. Packen wir dich mal hier hin. Aha! Was haben wir denn hier? Ein Verlies. Ein Verlies. Manchmal verließ ihn das Verlies. Ja, ja. Okay. So, ich würde sagen, kann ich hier noch hin? Nein, kann ich nicht. Da gehe ich nicht rein, weil das sind manchmal so gruselige Höhlen. Okay. So, Tag 4 bricht an. Werft eingenommen. 428, das ist gut. Das hört man ein bisschen über das Mikrofon, deswegen werde ich das mal eben ändern. Das ist mir nämlich noch gar nicht aufgefallen. Zip. So, wo sind meine anderen Peoples? Die sind hier. Dann gucken wir mal weiter. Wo können wir denn weitergehen? Mal hier. Also hier auf Wegen brauchen die nicht so, brauchen die Schritte, sind es mehr Schritte, als wenn sie hier durch den Wald gehen, das ist natürlich klar. So, wenn wir erstmal hier erstmal ein bisschen warten. So, da sehe ich doch was, was haben wir denn hier? Ui! Gut, dann würde ich mal sagen... Weiter damit. Was haben wir hier? Golat befestigt und Kelek befestigt. Schöne Steine. Steinmauern drum. Wenn das jetzt befestigt ist, kann ich hier eigentlich noch mal ein bisschen mehr machen. Das war ganz wichtig erstmal. Bogenschützen produzieren. Dürfte noch gehen. Oh, das ist eine Viererstadt, sehe ich gerade. So, sicher ist sicher, dass wir hier erstmal eine Grundausstattung an Verteidigung haben. Hier hin. Können wir mit den... Nee, das sind welche, die... Die sind mir nicht wohlgesonnen. Aber ich sehe hier was. Gucken wir doch mal, ob wir dann da mal durch können. Und das ist ein Mana. Kraftknoten. Das heißt also, wenn ich Kraftknoten einnehme, dann kriege ich jeden Tag 10 Mana dazu. Das ist cool. Das heißt also hier plus 8, dann könnte ich sozusagen nochmal meine Magieverteilung, die Kraftverteilung noch ein bisschen erhöhen. So, 20 geht dann in die Forschung rein. Das ist gut. Und jetzt Eissplitter, bleibt noch eine Runde übrig, das ist cool.
heißt, in der nächsten Runde kann ich den Eissplitter als Zauber einsetzen. Gut. Weiter damit. Hier müssen wir uns positionieren und erstmal Kämpfer sammeln. Oh yeah. Könnten von unten auch welche kommen. Deswegen gehe ich mal eben kurz scouten hier. Falls hier was ist. Ach, hier ist noch ein Kraftknoten. Hervorragend. Dann gehen wir gleich hier nochmal. Stopp. Falsch. In die... Ach, wo war das nochmal? In die Kraftverteilung rein. Geht dann ratzfatz. Ich habe ja einen Zauber römisch 2. Na. Gott, akzeptiert. Wunderbar. So, Kraftknoten, die sind erstmal befestigt, die Sachen. Und sammeln wir uns mal. Genau. Erstmal hier. Positionieren das Ganze. Was haben wir hier? Hier haben wir Pikemänner. Ja, und du kannst nicht mehr viel. Du hast nur noch einen Schritt. Ist aber nicht hier. Was haben wir denn da? Ein Teleporter. Transportieren ganze Gruppen über große Entfernungen. Dann haben wir hier noch eine Stadt. Okay, machen wir erstmal hier wieder eine Runde fertig. Was passiert hier? Oh! Wer hat mir hier den Krieg erklärt? Die Elfen haben mir den Krieg erklärt. Ho, ho, ho. Wir bedauern, dass eure Gegenwart uns keine andere Wahl lässt, als uns auf den Krieg vorzubereiten. Na, herrlich. So, die Forschung ist jetzt erforscht. Das heißt, wir gehen noch weiter. Und werden mal wieder was Schönes. Den Kettenblitz hier, der ist auch schön. Gut, 2 Runden übrig. Jetzt wird als nächstes der Kettenblitz erforscht. So. Mensch, Bogenschütze produziert nur einer. Frostingbo, alles klar. Wunderbar, das ist dann, bist du dann das. Und wenn wir erstmal hier hingehen. So. So, und dann auch hier hin. Shit, die Elfen. Die Elfen wollen mir den Krieg erklären. Was heißt denn das? Das sind ja wohl die hier, ne? Gruppenwanderung? Gruppe. Ach, das. Nee, das ist eine Gruppe, die da noch steht. Die hat mich wahrscheinlich schon gesehen. Da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht hier einholen. Wenn es die Elfen sind, weil ich die Stadt hier noch nicht erkundet habe, noch nicht gesehen habe. Okay, weiter. Das werden wir gleich sehen, was die machen. Mit dir. Kann ja nicht schaden. Du wirst dich erstmal hier hin sammeln. So, du gehst auch zu ihm hin. Dann sammeln wir uns erstmal hier. So, wo ist denn hier unser Scouty? Der ist hier. Da kommen wir nicht hin. Weil der kann nicht durchs Wasser gehen. Echt dull. Gucken wir mal. Gehen wir mal hier rum. Okay, da ist noch nichts erforscht. So, wir bleiben hier stehen. Kettenblitz auch schon erforscht. Wunderbar. Eile fruchtbar machen, Gegenmittel, Heilwasser, Magie zerstreuen. Sonnenblitz ist auch sehr gut. Waffe verzaubern, das ist auch sehr gut. Wenn man die Waffe noch verstärken will.
Kosten 10 Runden 2. Ja, wenn es dann halt eben zu einem Kampf kommen sollte, nehmen wir erstmal den Sonnenblitz. So. Jetzt auf zur Sammlung hier. Jetzt habe ich vergessen, wie viele Leute wir denn da reinballern können. Das ist komisch, ne? Da müssen wir mal gucken. Dann werden wir gleich erstmal hier hingehen. Und da ist auch noch einer. Zack. Gut. So, dann mein Scout da. Wo bist du? Der ist hier irgendwo links. Das kann man hier oben auch sehen. Der kleine Punkt. Das bist du. Und vielleicht versteckt sich hier irgendwie noch so eine Ressource. Ja, das sieht aber mehr nach... Oh! Da ist was. Was bist du denn? Oh, Gruft. Ja, da hätte ich als erstes hingehen sollen, aber das Verlies könnte eventuell noch besser sein. Ach ja, wie sieht's denn eigentlich mit unseren Städten aus? Produzieren Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze. Lassen wir erstmal so. So, noch zweimal Bogenschütze. Einkommen. Oh, 92, schön. Jetzt schauen wir mal. Das Ganze jetzt... mal zusammenfassen zu können. Oh! Wieso? Wer ist denn da jetzt gekommen? Aha. Es tut sich hier schon was, liebe Freunde. So, Frostling Bogenschütze produziert. Wo ist der People? Das ist hier ein Grüner. Da. Elfen. Haha, mit dem bin ich im Krieg. Mist. Und da unten war nämlich auch noch einer hier unten vorbeigestratzt, der durch den Teleporter kam. So, da will ich mal selber hier nochmal gucken. Oha, was ist hier? Was ist hier? Da sind... Ah, ist eine Gruppe. Okay, dann gehen wir hier weiter rein. Kann ich mit den... Oh ne, mit denen könnte ich nur Krieg führen. Das ist nicht gut. Ich muss mich zurückziehen hier. In der einsame Reiter... ist ja im Blickfeld von denen. Habe ich bestimmt schon gesehen. Ja, also müssen wir den hier mal irgendwie gucken. Können wir eigentlich hier drauf? Naja, es reicht noch nicht. Der eigentlich zur Gruft. Die lasse ich mal drin hier. Mache ich mal hier eine Sammlung rein. So, jetzt gab es auch noch hier eine Option, auszugucken, wer hier noch Schritte übrig hat. Das sind die. Die auch noch, aber die sollen erstmal wachen. Okay, die anderen haben schon ihre Schritte gemacht. Reingucken. Schauen, was passiert. Aha. Ups. Luftknoten hat der Elf eingenommen. Sonnenblitz. Was können wir denn noch nehmen? Dann nehmen wir Waffe verzaubern. So, dann hat er den einfach so mal den Luftknoten eingenommen. Wenn ich das jetzt auch mache. Wieder Mana. Ehrlich. So, das ist nur ein einziger People, kein Problem. Jetzt werden wir uns hier mal formieren. Wo ist denn hier hin? Stopp, die meine ich nicht. So. Und du sollst auch hier hin. Mhm. Folgendes, wir gehen hier wieder rum, gucken mal, wo wir rauskommen noch her. Mit unserer Produktion aus ist nichts.
könnte eventuell aufwerten. Und zwar, was ist das für einer? Pikemann installieren. Das kostet 17 Runden 1. Den installieren wir mal. So. Das ist eine 2-Einheiten-Stadt und das ist eine 4-Einheiten-Stadt. Da können wir sozusagen noch die ganzen Sachen installieren. Und produzieren. Mörderpinguin. Dann haben wir Frostling-Schamane. Sehr wichtig übrigens. Da werden wir gleich 2 davon installieren. Stopp. Nein, das ist jetzt falsch. So, löschen. Den Schamanen. Gut. Handlung bereits in der Liste. Ich wollte aber noch eine rein. Ach, der ist ja noch nicht installiert, liebe Freunde. Aufpassen machen. So, was haben wir denn hier? Jetzt kommen sie von der Seite. Hallo. Jetzt wollen sie natürlich hier, wahrscheinlich hier das Ding einnehmen. So. Das ist jetzt doof. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Gruppen zusammenbleiben. Wenn ich sie alle auseinander verteile, das ist nicht gut. So. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir ihn hier mal... Nee, der hat schon alles gemacht. So, noch was? Nee. Den Luftknoten. Sollen wir was angreifen oder was nachher? Okay. Schauen wir mal, was mit ihm hier ist. Angriff 6. Oh, Moral hoch. Und nächste Runde. Ah, jetzt kommen hier Leute hier dauernd die ganze Zeit über den Teleporter. Nicht gut. So, Waffen verzaubern habe ich gemacht. Oststrahl, auch schön. Da bin ich mal gespannt, wenn wir nachher mal im Kampf kommen. Jetzt wird das hier für mich ein bisschen hakelig. Aber der kommt hier nicht drüber, oder kommt? Was ist denn das für eine Gruppe? Ach, das sind hier die Orks. Aha. Fähigkeiten, Goblinen. Gewinne Gesinnung böser. Ja. Die wollen. Ah, ich werde mal hier bleiben. Mich mal hier verstecken. So. So, Frosting-Schamanen werden installiert. Das ist gut. Dann werde ich nachher dann auch. So, produzieren Waren. Jetzt brauchen wir. Jetzt machen wir das mal so, dass wir hier. Zack. 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 Fertig. Gut. So, wer nervt hier noch? Irgendwo der Typi hier, der nervt mich. Schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Werden wir erstmal hier 8 Stück als Gruppe nehmen. Dann werden wir hier dich daneben setzen. Und das sind ja natürlich 8 maximale. Das ist richtig. Haben wir erstmal hier. Oh. Oh. Was? Friedensangebot bei wem? Friedensangebot. Das ist schön. So, wer ist denn hier? Damrod von den Orks. Einstweilen erklären sich die Orks einverstanden friedlich mit dem Volk der Frostlinge. Jo, das mache ich mal. Okay. Könnte jetzt noch ein Bündnis anbieten, aber es reicht erstmal. Gut, jetzt ist der da hinten futsch. Ergo, gucken wir erstmal, was sie haben. Bogenschütze produziert.
das bist du. Wunderbar. So. Wir haben doch etwas installiert. Und zwar den Schamanen. Dann machen wir gleich mal ein paar. Oh, machen wir 2 4 Stück davon. Ganz, ganz wichtig, dass wenn die verletzt werden, damit die von denen geheilt werden können. Okay, bleib ich lieber mal hier. So. Du verteidigst mal hier das Ding. Ups, 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 ups. Erstmal bleiben, Einkommen ist immer noch gut. Oh, ich könnte mal in die Kraftverteilung gehen. Dann könnte ich wieder hier ein bisschen mehr in die Forschung rein semmeln. So, schön. So, mit denen sind wir im Krieg und hier mit denen sind wir hier in Frieden. Das ist gut. Machen wir ja auch mal, ich würde mal sagen, bereiten wir uns mal auf den ersten Angriff vor. Also ich könnte sozusagen mit dem hier hin und hier mit diesem Pikemann könnte ich auch hier hin. Das müsste ihn dann aber mal gucken. Ich habe hier sämtliche Bogenschütze. Das ist gut. Und ein Pikemännchen. Das ist gut. Dann passt mal auf. Machen wir folgendes. Ich werde dich hier herausnehmen und dann schon mal. Kann ich dich hier hinstellen? Gibt's. So, und du gehst mit mir dahin. Ah, shit. Verdammt. Jetzt geht's. Wow. Herrlich. So, jetzt stehen wir erstmal schon mal hier vor dem unbefestigten Gebäude Nimroch. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das mal erstmal speichern. So, dann schlagen wir das mal. Zack. Jetzt gibt es eine Spannung, eventuell. Ich gehe mal hier auf. Oh, geht nicht. Genau, aber es reicht, wenn ich ihn hier einfach nur vorschicke. Ich habe nämlich die Truppe in meinem Rücken. So, wie wollen Sie dieses Gefecht austragen? Automatisch oder taktisch? Ich mache es immer gerne taktisch. Das ist so chillig, liebe Freunde. Also das ist richtig cool. So. Jetzt haben wir hier ein Schlachtfeld. Ich habe natürlich hier keinen einzigen Schamanen dabei. Schauen wir mal. So, hier ist übrigens Zauber 2. Da kann ich hier schon mal meine erforschten Zauber hier sozusagen anwenden. Ganz wichtig ist, dass wir unsere hinteren Leute mal nach vorne kriegen. Gucken. Okay. Erstmal hier so in der Kette bleiben. Brauchst du nicht alle unbedingt einzeln anklicken, aber ich gucke mal hier, wie viel. Na, das könnte klappen. Mal ein bisschen nach vorne, dich dann ziehen die nach. So. So, Wolfgar, musst du hier rum? Oh, das ist gut. Mach mal das. Vielleicht kommt ja irgendeiner mal nach. Ja. Weiter geht's. Aha, da kommen sie schon. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, das zentriert sich immer selber drauf auf die Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie schon in meine Reichweite kommen. So, das ist nämlich der Bogenschütze. So, aha. Dann können wir sie nämlich hier schon mal schwächen. Dann werden wir mal hier. So, wie war denn das jetzt nochmal? Okay. Auch gut. So. Das ist ein. Den lassen wir. Nee, den lassen wir hier in Ruhe. Was haben wir denn hier? Auch einer. Auch noch ein Bogenschütze. Hallo? So. Und das dürfte noch gehen. So, die ist hin.
Nur dieser Bogenschütze hat sein. Hat das schon getan. Zap. Kann man ihn hier auch gleich hier. Ups. Hätte ich erklären sollen eben. Weil wenn ich jetzt hier hingehe. Okay, er hat hier kein Hindernis. Aber manchmal ist es so, dass es Hindernisse gibt, wenn ich zum Beispiel hier drauf gehe oder ich gehe auf ihn. Na, sieht man jetzt nicht, aber vielleicht im nächsten Kampf mal. Okay, haben wir eigentlich alle jetzt durch? Ja, Moment, der blinkt noch. Werden wir mal hier ins Abseits schicken. Du kannst eventuell nur schießen, richtig? Ehrlich? So, und jetzt machen wir mal einen Zauber. Dann nehmen wir mal den Kettenblitz. Der dürfte gute Reichweite haben. Genau. Hervorragend. So ist das. So, nächste Runde. Oh, die bleiben erstmal gelähmt durch den Kettenblitz. So, da ist ja Zauber 2 heißt. Nee, nicht Eissplitter, Leute. Nein, das nicht. Sondern wieder den Kettenblitz. Kann ich zweimal den Zauber wirken? So. Eingenommen, gekämpft, hervorragend. Dann mache ich mal eben kurz eine Pinkelpause. Und bis nachher. Thank you.
So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Musste noch dem Nachbarn helfen. Man ist ja... Ja, es geht weiter. Gucken wir mal. Die Stadt ist eingenommen. Jetzt ist es so, ich könnte die natürlich auch hier aufwerten. Aber das allererste, was ich mal mache, ist immer befestigen. So, machen wir nochmal. Ne, nicht Waren herstellen. Waren herstellen heißt so viel wie einfach mal weiter eintreiben, Geld eintreiben. Ob ich das jetzt angebe oder nicht, das ist eigentlich egal. Gut, jetzt haben wir ja. Ich nehme mal noch mit rein. Ne, sind ja. Können ja nicht mal labern. Mehr machen. Bam, 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 bam. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Das sind die Orks, das sind Unabhängige. Schön. Ja, schauen wir mal weiter hier. So, Postlinge werden noch gemacht. So, schauen wir mal, was hier passiert. Ich könnte, wo geht der Weg denn hier lang? Hier Reichweite. Ah, da ist noch eine Brücke. Oh, war ja eine Brücke. Okay, beenden wir mal die Runde. Oh. Wo ist das Ding hingegangen? So. Ah, Wolfgur schaffte einen Level. Das heißt also, ich habe noch 10 Fähigkeitspunkte dazu gekriegt. So, Widerstand. Machen wir mal ein bisschen mehr. Und Schaden geht nicht so gut. Widerstand ist besser. Okay. Fertig. Ja, das scheint sich da unten alles zu konzentrieren. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, Frostling-Schamane produziert. Wo bist du? Das ist... Bist du das? Jo, nee. Okay, gucken wir mal eben, was wir hier an der Brücke haben, was da uns erwartet. Und hier oben könnte überhaupt nichts Gefährliches kommen. Deswegen positioniere ich meine Truppen erstmal hier hin. Auch mitkommen. So. Okay. Ja, die Gruppe ist ja voll. Ich vergaß. Befestigen, befestigen? Nee. Einmal befestigen lösche ich. Was soll's? Dann machen wir nämlich gleich hier. Oh, Herren des Schmerzes installieren. Das wäre cool. Nee, ich mach's mal klassisch auf dem Bogen. Bogenschütze. So. Mach mal das auch so. Ja, dann. Gucken, wie viele Peoples denn da sind. Könnte sie einfach angreifen. Ist aber Krieg. So. Aha. Was haben wir denn hier für welche? Okay. Das sind die Orkis. So, wen haben wir denn hier noch? Der hier gut latschen kann, das bist du. Dann holen wir uns erstmal hier ein bisschen in der Goldmine einen goldigen Gold. Schön. So, und dann wirst du hier reingehen. Nein, nur einmal klicken, das reicht. Das gehört uns auch. Das ist schön. Ja. Aufpassen, dass wir hier rüberkommen. Unseren Leuten. Da sind ja nur 2. Gut. Dann holen wir uns den hier mal raus und. Nee. Lass mal hier hingehen. Da ist keiner in der Nähe, das ist gut. Upp, ja, weiter können wir nicht. Schauen wir mal, was passiert.
Pimpern sie sich wieder hier. Zip. Okay, was haben wir denn alles? Froststrahl ist erforscht. Magie zerstreuen, Vogelperspektive, Geister zurückrufen, Kältehauch, großen Adler herbeirufen. Das ist nämlich auch richtig klasse. Dann kann ich nämlich das Ganze von oben angucken. Frosting-Schamane produziert, Mensch-Bogenschütze, Nimroch befestigt. Sehr gut. Okay. Dann werde ich mal hier hinballern. Oh, das geht sogar. Das geht nicht mehr. Dann haben wir in der Gruppe schon die Schamanen drin. Ja, wir werden bleiben. Gucken wir nochmal an. Ja, richtig. Jo, mal sagen. Gucken wir mal, was hier passiert. So, hier kann ich mit Bündnis eingehen, beziehungsweise mit den Labern. Gucken, wie viel Gold die haben wollen. Gegen 202. Ja, das werden wir machen. Perfekt, dann gehört das uns auch. Dann haben wir eine schöne Quelle wieder und sind ein bisschen gewappnet gegen die Eindringlinge, die hier unten die ganze Zeit durch den Teleporter kommen. Nicht schön. Okay, ja. Was wir machen können, warte mal. Ich hole mir hier noch ein paar Bogenschützen raus. Gehen wir hier hin. Kümmern wir uns mal um unseren Helden hier. Das wird jetzt übelst. Könnt ihr jetzt hier angreifen? Das ist nämlich alles noch unbefestigt, dann ist es nämlich einfacher. Lara. Schaffe ich denn das? Müsste eigentlich gehen. Ich werde es einfach mal machen. Mit einer kleinen Achtergruppe hier. Also. So. Und der nächste Kampf. In Taktisch. So, wo sind sie? Da oben sind sie. Ja, doof. Ich habe natürlich jetzt keine Schamanen hier drin. Die Leute heilen. Taktisch natürlich nicht so klug. Mal, kannst du noch einen vor? Nee, kann er nicht. Oh, der Held. Nein. So, den werden wir mal hier hin positionieren und schauen mal, ob die hier schon. Die machen noch nichts. Das heißt, die haben noch keine Reichweite. Dann werde ich die Gruppe mal ein bisschen nach vorne ziehen. Denn der Vorteil davon ist, die, die anfangen, haben verloren. Sag ich immer. Ja. Die können nämlich auch nur gewisse Schritte laufen. Erstes gucken wir mal, ob wir mit dem Bogenschützen schon hier. Ja, hier haben wir die 26%ige Chance, diesen mitzutreffen, wenn ich ihn anvisiere. Ja, habt das hier sehen? So schön ist das. Mal gucken. Mal mein Bogenschießen anwählen. 14%. Ah, okay, gehen wir doch mal hier hin.
geht übrigens auch mit meinen eigenen Männern. 8%. Gucken wir mal hier. Nein. So, der ist hin. Der nächste. Gucken, was haben wir denn hier? Nee, 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 nee. Nehmen wir ihn. So. Schießen auch mal ab. Gucken. Nicht da hinten den. Nee, nee. Über ihn. Dann ist der auch weg. Nächste Bogenschütze. Ah, da gibt es keine Trefferchance im vorderen Bereich. So. Dann dich. Okay, gehen wir hier drauf. So, dann machen wir wieder einen leckeren Zauber, der da heißt Kettenblitz. Weil es so schön ist. Den oder den? Na, nimm mal den. Perfekt. So, die sind jetzt erstmal alle ein bisschen ausgenockt durch den Kettenblitz. Das ist das Tolle daran, an diesem Zauber. Ja, bis auf den einen. So, weil wir Parade haben, ist der hingegangen, der eins, der ihn angegriffen hat, mein Herold. Sopp. Machen wir nochmal Kettenblitz. So, oh, das ist schlecht. Da könnte ich meinen Herold treffen. Nee, doch nicht. Ja, eingenommen die Stadt. Jetzt wird sie gleich befestigt. Zappalot. Dann machen wir auch gleich mal hier. Nee. Doch, wir befestigen sie und dann werden wir sie ummodeln. Und zwar in unser Volk. Könnten wir nämlich auch noch später machen. Gut. Das werden wir nämlich mit dem machen. Das ist nämlich völliger Blödsinn, was ich hier mache. Wenn ich mit denen im Krieg bin, dann haben die nämlich einen völlig desolaten, eine völlig desolate Frostlinge. Eine völlig desolate Moral. Das, die wird jetzt wirtschaftlich umgewandelt von Orks in Frostlinge und ja, abwarten, was können wir hier tun? Nicht so viel. Aber dich haben wir noch gar nicht hier befestigt. Ja. Gut. Die Runde ist jetzt durch, so wie ich das jetzt mitkriege hier. So, jetzt hat zum Beispiel dieser Bogenschütze hier ein Abzeichen bekommen. Das ist klasse. Jetzt muss ich mich mal eben erinnern. Nee, ich habe ja keinen Schaman hier drin. Gut, okay. Nicht so schlimm. Level 6 hat er jetzt. So, bleiben wir aber trotzdem hier in der Nähe. Und beenden diese Runde mal. Hauen sie wieder ab. Wolfgur Gar. Ja, ich habe ihn Wolfgar genannt. So, Frostling-Schamane produziert, Mensch-Piekemann produziert. Ja, warum Mensch-Piekemann? Ja, ich mache ganz gerne hier mit dem Piekemann mal rum. Ja. Stopp. So, Frostling-Schamane. Das ist in der Geschichte. Das bist du. Hier ist auch noch einer, ne? Ja. So, dann haben wir zwei Stück drin. Du wechselst mal hier hin. Und hier bleiben wir erstmal vor Ort.
Dann gilt es hier. Was haben wir denn hier? Haben wir auch einen Schaman? Hier haben wir diese lustigen Kampfpinguine. Mörderpinguin. Wie sieht's mit der Moral aus? Die ist okay. Was können die eigentlich? Fähigkeiten. Angriff, Gehen, Kälteschutz und Schwimmen. Aha. Das ist doch klasse. Wunderbar. Dann werden wir dich mal hier hinsetzen. Damit das erstmal hier gesichert ist. Und wir werden uns hier mal... Oh, das sieht nach Gift aus. Warum ist das hier so giftig? Was ist das hier? Achtung! Tieffliegende Drachen. Tieffliegende Drachen. Ja. Okay. Dann müsste ich da irgendwie hier rumgehen. Denn das ist gefährlich. Das sieht gefährlich aus. So. Ostling-Schamane. Können wir noch einen machen. Und dann wieder hier ein paar Bogenschützen. Nee. Ich werde hier den hier installieren. Die haben eine viel größere Reichweite. Dann haben wir dich noch. Der produziert nur Waren. Einkommen 104 habe ich. Mhm. So. Die Stadt lässt sich leider nicht aufwerten. Jetzt gucken wir mal hier. Wir können auf jeden Fall mal hier etwas basteln. Und zwar, was haben wir denn hier? Wir haben ein Transportschiff. Wir können hier ein Drachenschiff installieren. Kosten 150. Oder gleich eine Galeone installieren. Ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht. Gut. Und gleich ein richtiges fettes Kriegsschiff hier hin. So. Was dann machen? Wie geht's weiter? Ja, okay. Ist mit unserem Helden. Ah ja, richtig. Rechtsklick war das. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal weiter. Okay. Bin gespannt, wie es weitergeht hier. So, was? Ah! Moment mal, Freier taucht in Nimroch auf und bietet sich für 244 Gold an anzuschließen. Das finde ich gut, das akzeptiere ich. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Helden gefunden. Also, Wolfgar ist seinem Ruf voraus. Wo ist denn jetzt die Freier in Nimroch? Das muss hier sein. Wo ist er? Wo ist er? Das ist eine andere Stadt. Da oben. Oh, sehr schön. Das heißt also, wir könnten noch sie hier nehmen. Was hat die denn auch? Zauber 2, Angriff, Gefecht, Gehen, Kunst des Baden und Kälteschutz. Das ist sehr, sehr schön. Die Freier, die könnten wir wohin hinschicken? Ich würde mal sagen, die schicken wir mal hier in die Richtung hin. Wir mal weiter. Nadal befestigt. Das bist du mit Rechtsklick. Ah, dann wird das automatisch positioniert. So. Ostlinge. Umsiedeln. Exit. Fertig. Frostlinge umsiedeln. Auch fertig. Denn es kann nämlich durchaus passieren, dass die Stadt dann plötzlich umkippt. Dann plötzlich ich die alle gegen mich habe. Das ist natürlich nie so pralle. Was haben wir hier? Eine Gruppe. Was ist denn das? Da kann ich doch einfach kämpfen. Da hat einfach jemand seine Triboke da einfach hingestellt. Nicht gut.
gar nicht gut. Was hat die denn für eine Reichweite? Das kann man ja nicht sehen. Deswegen werden wir erstmal gar nicht großartig hier vorrücken. Kann ich natürlich hier oder meine Gruppe ziemlich gut zerstören. So, was haben wir denn hier für einen Zauber? Ein Splitter. Ah, ich muss noch ein bisschen weiter vor. 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. So. Ich glaube so. Okay, schauen wir mal, was die Tribuke macht. Die macht noch gar nichts. So. Die Bogenschützen. So. Jetzt. Ah! Nee. Ein bisschen mehr hier in die Mitte rein. Und eh noch einen Schritt, dann dürfte es klappen. Das muss man taktisch gut überlegen hier. Okay, die macht noch nichts. Jetzt sind wir hier mittendrin. Und kaputt ist das Teil. Sehr schön. Und komme ich hier denn nicht weiter oder was ist hier los? Okay, wir haben hier alle Einheiten ausgebraucht. Hier ist nichts mehr. Hier gibt es noch was zu tun, aber die Freier ist noch am Rumfreien. Bleibt da mal. So. Galeore oder wie sie heißt, wird noch auch noch installiert. Okay, dann machen wir mal weiter. Ach du Schiete. Die Pestilenzwolke hat mich erwischt. Das ist das Grüne da. Oha. Nehmen wir dann als nächstes Heiliger Krieger. Genau, Heiliger Krieger ist gut. Ah, ja, verstehe. Sie ist ja voll mitten da drinne. Die Pestilenzwolke kommt auf... Oh! Die kommt auf die Stadt zu. Wie kriege ich denn die jetzt wieder weg? Das ist echt übelst. Habe ich einen Schamanen drin? Nee. Sorry. Ist das dull. Stimmt ja, die wandert ja, die Pestilenzwolke. Oh Mann. Jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir an Schamanen kommen. Hier haben wir nämlich zwei Stück. Nee, das ist nicht gut. Pestilenz ist ja immer weiter da, fortgeschritten. Also, weitermachen. Oh. Gehört der Elfen. Oh, Scheiße. Sorry. Das ist mir jetzt hier auch ein... Da komme ich jetzt nicht raus. Oh, weia. Das ist Mist, weil, also das ist nicht zu fassen, das könnte ich nicht, das sind 10 Leute, auch Level 6, was hat er denn, auch Zauber 2, das gibt auf jeden Fall Verluste, wenn die mich gleich angreifen, ja, und ich habe hier in der Nähe niemanden. Das ist gar nicht gut, liebe Freunde. Oh, ich sehe gerade JD 373, danke. Mega geiles Spiel. Ja, das ist schon etwas älteren Datums. Und zwar aus 1999. Nennt sich Age of Wonders. Und
wie schon gesagt, es ist natürlich älter, logisch. Ich spiele gerne auch mal so ein paar ältere Spielchen. Das macht das Ganze viel, viel sinniger, finde ich. Also es ist für mich auch chillig, weil so Actionspiele habe ich genug gespielt. Ja, machen wir mal weiter. Hier haben wir unsere Schamanen noch drin. Wir sind eigentlich hier gut geschützt. Wir können um die Ecke rum. Nee, ich muss zusehen, dass ich hier meine Leute da hinten verstärke. Also, ja, müssen wir so über die Brücke rüber. So. Hier gibt es zwar... Na, der Held kann nur noch 3 Schritte laufen. Nicht gut. Die Feier. So. Ja, und hier habe ich mich natürlich voll in die Bredouille gebracht. Weil jetzt werde ich mal die Runde abschließen, gucken, ob ich angegriffen werde. Nee! Oh, Glück gehabt! Echt super großes Glück gehabt. Herrlich, sehr gut. So, Mensch, Bogenschütze produziert an der Stelle. Nimroch. Ja, zog zu Frostlinge. Hier haben wir auch noch eine Umsiedlung laufen. Richtig. Schön. Da habe ich jetzt Glück gehabt. So, dann haben wir hier, das ist ja unsere Freier. Die Pestilenzwolke macht sich hier echt in die Richtung hierher. So, das sind meine Schamanen. Ne, das sind Bogenschützen, sorry. Mist. Kann ich noch irgendwie dich irgendwie an der Pestilenzwolke vorbeibringen? Ja, das geht's. Okay, gehen wir hier hin. So, und du. 24 Schritte. Komm, gehen wir hier hin. Okay. Dann haben wir nämlich hier. Können wir mal scouten, wo das Ding hier hingeht. Was habe ich denn hier alles? Ja, ich habe hier so ein vergiftet. Hier! Frostling Wolfsreiter. Der ist grün. Das heißt, Info? Wo steht das? Dass er, auf jeden Fall ist er vergiftet. Jetzt muss ich nochmal eben überlegen, wie ich das... Wie war denn das nochmal? Oh, da konnte man nämlich hier aus der Gruppe heraus den Schamanen nehmen. Den Frost... Oder irgendwelche Verletzten hier, der ist auch vergiftet. Konnte man heilen. Muss ich mal im Off probieren, weil ich das jetzt hier zum allerersten Mal jetzt wieder gestartet habe, das Spiel. Okay. Natürlich jetzt doof, mit einer halb vergifteten Truppe hier irgendwo hinzugehen. Aber was haben wir denn hier? Das ist die... Ach, das sind die Elfen. Mhm, okay, die werden sich nicht trauen, mich anzugreifen. Aber ich werde schon mal hier in den Bereich an dieser kleinen Stadt gehen, weil hier kriege ich schon Einkommen. Also nicht davor, sondern hier. Da kriege ich schon langsam Einkommen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Das sieht man auch, glaube ich. Hier habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okidoki, weiter geht's, weiter geht's. Wir haben sozusagen die Gruppe da verscheucht. Ah, die haben ihre Viererstadt hier. Baugilde eingenommen. Was können wir denn mit der Baugilde alles so machen? Schauen wir mal. Produzieren Waren. Aha, eine Baugilde kann so zum Beispiel hier so ein paar Triboken herstellen. Also Baumaschine. Baumaschine produziert. Soll ich das machen? Nee, das mache ich noch nicht. Weil das ist hier eine sehr gute... Die sind hier sehr gut ausgerüstet. Die können mich hier alle killen. Und dann können sie hier meine produzierten Geschichten übernehmen. Das will ich nicht. Das ist Geldverschwendung. Wie sieht es hiermit aus? Das dauert noch. Das dauert leider noch. Schade, schade, adu, schade. Gucken wir weiter. Diese Schamanen hier oben, die könnte man mal auch mehr hier in die Richtung bringen. Bevor die da... Okay. Da oben versauern, denn da oben ist ja nichts mehr. Von da oben kann nichts kommen. Seiden. Okay, eine Runde, bis das große Schiff installiert ist. So. Na, ich lass dich mal hier, falls irgendwer unten von unten kommt.
Okay. Weiter geht's. Oh, Waffe verzaubern. So, das meine ich. Genau die Situation meine ich. Das ist eine Riesengruppe. Und ich da mit meiner Achtergruppe da stehen zu bleiben, wäre fatal. Frostling Wolfsreiter installiert. Perfektor. Dann wollen wir auch mal gleich ein. Das ist ihn hier. Mal welche. Dann hier noch zwei Bogenschützen produzieren. So, genug Einkommen habe ich ja. Wie sieht es mit dir aus? Produzieren Mensch Bogenschützen. Boah, was kann ich denn hier noch machen? Ja, nicht viel. Okay. Machen wir noch drei dazu. Was kann man hier machen? Hier kann man nämlich auch Baumaschinen produzieren. Ich glaube, das werde ich auch machen. Denn die sind später nützlich, wenn... Machen wir zwei Stück. Wenn es befestigte Gegenstädte gibt, also Gegner, wie zum Beispiel, nee, das ist ja meine Stadt, wie zum Beispiel die hier. Das bin ja ich, genau, richtig. Jetzt muss ich zusehen, dass ich meinen Helden hier wegkriege, aus der Ecke. Ist übel. Oh, Feuer. Zu, dass wir hier mal hier uns hierhin versammeln. So, wer ist denn hier noch in der Nähe? Ja, die haben wir schon bewegt hier. Ne, doch nicht. So, ist mindestens ein Schamane drin. Das ist gut. So. Okay. Ja. Da haben wir die Geschichte. Soll ich das jetzt machen? Dass die so geschwächt sind? Ich bin mir nicht so ganz sicher, deswegen da werden wir es mal wieder nicht öffnen. Speichern. Okay. Ja, dann machen wir es mal. Versuche ich das mal hier. Na, angreifen bitte. Ups. Warum geht das jetzt nicht? Kein Krü... Ach, ich Dulmkopf. Immer will ich alles kaputt machen. Okay. Wen können wir dann hier entbehren zum Scouten? Dich. Ich will nämlich wissen, wo es hier hingeht. Hä? Also, Teleporter transportieren ganze Gruppen über große Entfernung. Teleport. Uiuiuiuiui. Das sieht nicht gut aus. Und wo ist das? Im Süden, weiter im Süden. Oh, oh. So, dann teleportieren wir uns wieder zurück. Jetzt haben die uns nämlich gesehen, dass ich da durch den Teleporter gekommen bin. Das kann Konsequenzen haben. So, du bist durch, ne? Ja. Okay, dann Runde beenden. Ich bin gespannt. Ah ja, okay. Haut einfach ab. Ah ja, okay, jetzt haben sie natürlich wieder meine mein Bauwerk eingenommen. Wieder Pestilenzwolke. Menno. Heiliger Krieger, Moment mal, kann ich hier Magie zerstreuen? Gibt's irgendwie was, was ich hier irgendwie... Wende des Zorns, Geysir, heilige Wasser, Kälte, Hauch, nee, das war's. Psst. Versucht die Zauber der gewählten Einheit aufzulösen. Nee. Gegenmittel fruchtbar machen. Es ist in Ödland fruchtbares Gebiet. Heilwasser. Ich wüsste jetzt nicht, was ich nehmen sollte. Vogelperspektive nehmen wir jetzt. So, und apropos Vogelperspektive. Wie war denn das jetzt nochmal? Das hier eine Magie. Nehmen können, und zwar ein Zauber, Globalkraft, Wulfgar, du bist dort,
Ich konnte nämlich einen Zauber generieren. Muss ich, wie schon gesagt, im Off das nochmal spielen und dann mal gucken, wie das klappt. Yep. Auf jeden Fall müssen wir erstmal hier einigermaßen in Sicherheit gehen. Sonst wird es hier ein bisschen zu hakelig. Konzentrieren wir uns mal hier auf die Schneegeschichte. Die Pestilenz ist ja wohl hier noch nicht mehr gegeben. Aber hier, da sind sie drin. Bäh, ekelhaft. Und die kommen auch nicht raus. Seht ihr das? Ich habe die hier angeklickt und kann immer nur ein Kreuz nach vorne. Und die werden um. Die werden kaputt gehen. Oh, ich bin draußen. Oh, ein Glück. So, dann werden wir erstmal hier das Ganze umkreisen. Zum, zum, zum. Wie sieht es denn eigentlich hier mit unseren Ressourcen aus? Der produziert nur Waren. Das sollten wir schleunigst ändern. Abwandern. Na. Wir werden mal was anderes machen. Ich glaube, ich werde doch irgendwie diesen Mörderpinguin installieren. Nein, wir müssen ganz schnell handeln. Wir müssen da ganz schnell handeln, sonst klappt das nicht. So, ändern. Mit den Bogenschützen ist man eigentlich immer noch ganz gut aufgehoben. So, hier haben wir noch ein paar. Genau. Bogenschützen, Pikemann und ein Schamane. Sup. Hier ist die Freier drin. Die könnte eigentlich auch mal nach vorne hingehen. Oder wollen wir erstmal hier kurz gucken? Ah, die hat natürlich kaum Sicht. Aha. Wen haben wir denn hier als Held? Einheil. Katar der Gladiator. Herrlich. Katar der Gladiator. Wunderbar. Das ist ein Neutraler übrigens. Die reiten ab und zu mal so ein bisschen rum. Ja, so wie das aussieht, könnte ich ja eigentlich. Moment, wäre ich. Ah, genau, richtig. Machen wir das mal so. Was kannst du hier noch machen? Könntest du hier mit in die Gruppe rein? Ja, kannst du. Dann nutzen wir da mal gleich die Zeit, um das hier zu übernehmen. Ah nee, Quatsch. Ich konnte doch irgendwie auch noch mit denen quatschen. Eine Beziehung an mit in die Gruppe reinnehmen oder was? Aber die sind doch rot. Geht ja nicht rein. Okay, bleiben wir erstmal hier. An der Stelle in der Nähe des Teleporters. So, produzieren Frostling-Wolfsreiter. Richtig gut. Dann haben wir hier schon einen. Der kann richtig gut reiten. Und dann gucken wir mal, was es hier im Süden so ein bisschen gibt. Nachher. Okay, fokussieren wir uns mal auf unseren ersten Held. Die Hunde alle ab. Ha, Pestilenz wollte es weiter, Wolke wieder weitergegangen. So, Baumaschine produziert. Das ist hier. Die lassen wir auch erstmal da. Wolfsreiter ist hier. Bogenschütze haben wir hier. Am besten werden wir dich mal hier hin platzieren. So. Hier hingehen. Lauten wir mal hier. Oh, was haben wir da? Sind das Neutrale? Das sind doch die Elfen. Ne, das sind die. Ah, wie heißen sie denn? Halblinge. Okay, Halblinge. Mit denen haben wir ja wohl überhaupt nichts am Hut, oder? So, das sind die Elfen. So, mit
Aha. Wolka von den Frostlingen. Das sind die Menschen. Also bis jetzt ist alles noch neutral, so wie ich das aussehe hier. Yep. Dann können wir also... Ich kann die Stadt nicht einnehmen. Ich dachte, ich wollte die Stadt mal einnehmen. Geht aber nicht. Okay, auf jeden Fall hole ich erstmal hier diese beiden Heinis hier raus. So, und die habe ich... So. Quatsch, Quatsch. Gehen wir hier rein. Oh, drei von denen. Einen Bogenschützen. Packen wir hier rein. Und Pestilenzwolke, wie kriege ich den nochmal weg? Wache. Zum Beispiel ihn hier sage. Heilkunst. Heilkunst verwenden. Ja, natürlich, so war's. So war's. Dann kann ich hier wählen. Also dann werde ich erstmal ihn hier mal auswählen. Jetzt habe ich sozusagen den einen Schaman geheilt. So. Heilkunst verwenden. So war das. Und dann werden wir uns gegenseitig hier mal heilen. So ist das. Dann haben wir ihn noch. Dann nehmen wir den hier. Heilkunst verwenden. Oh, der kann die nicht. Ja, logisch. Das ist ja eine andere Klasse. Das ist ja ein Frostling-Schamane und das ist ein Mensch-Bogenschütze. Geht also nicht. Logisch. Aha. Also, pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann hauen wir hier noch für die nächste Runde hier noch einen Schamane rein. Damit der hier die anderen heilen kann. Ah, nee. Heilkunst ist verwendet. Geht leider nicht mehr. Geht nur in der nächsten Runde. Ja. Würde mal sagen, bleiben wir hier. Bleiben wir hier, damit wir wissen, wer hier kommt. Also. Naja, der ist an mir einfach an mir vorbei. So, Forschung erforscht. Gut, Vogelperspektive. Als nächstes nehmen wir mal Gegenmittel, Heilwasser, Eile, Magie zerstreuen ist gut. Okay. Ja, das heißt, wir haben hier plötzlich sind zum Beispiel die Elfen geistlicher. So, jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, sicherheitshalber. Aha, okay. Der hat schon zwei Geistliche drin. Das ist schlecht, weil ich habe hier keine Geistliche in meiner Truppe. Die können nämlich heilen von den Elfen, die Geistlichen. Also müssen wir zusehen, dass wir hier wieder safe kommen. So, hier habe ich wenigstens einen bei. Dann packen wir dich mal hier in die Gruppe rein. So, das sind Bogenschützen. Die werden hier noch eifrig produziert. Sollen sich die Stadt beschützen, die Bogenschützen. Und yep, geht nicht mehr weiter. Also abwarten, erstmal in Sicherheit uns begeben. So, jetzt haben wir hier die Freier. Der Seher. Ach, das ist sogar ein männlicher Mensch. So, was ist mit hiermit? So, wie wollen Sie dieses Gefecht austragen? Ach, weil es so schön Spaß macht. Freya hat auch Zauber. Was hat sie denn an Zaubern? Ah, das, was ich gelernt habe. Okay, gut. Och, der hat ja kaum Energie. Na, pass mal auf, dann werden wir unseren Helden mal ein bisschen stärken. Wenn ich gegangen bin, kann ich keinen Zauber mehr anwenden. Deswegen schauen wir mal. Wie weit? Stopp, stopp, stopp. Okay, das ist doch gut geworden. Bogenschießen. Wenn wir den mal ein bisschen anteasern hier. Oh, nicht viel Schaden gemacht. Okay, mein Gegner hat es nicht erwischt.
Okay, mache ich das mal so. Auch Parade. Ja, dann jetzt einen Zauber anzuwenden wäre jetzt blöd, weil mein... Oh, der ist doch nicht dazwischen. Gut. Perfekt. Weg ist dieser neutrale Heinz da. Gut. Das gibt natürlich auch Level. Jetzt sieht es hier in dieser Ecke wirklich bescheiden aus. Abwarten. Oh. Ja, das ist doch wieder gut. So. Das ist ein Gruppenanführer der Orks. Da kann man sogar sehen. Mal gucken. Info. Böse. Angriff stürmen. Er hat auf jeden Fall irgendeine verzauberte Waffe. Das sehe ich hier an dem Geblinkel. So, jetzt kommt er natürlich hier in die Richtung rein. Und kann ich hier nicht kämpfen. Das ist doof. Der versucht natürlich hier das einzunehmen. Wobei ich eigentlich eventuell ihn angreifen kann, aber er befindet sich auf der Brücke. Ich werde mal die Gruppe nehmen. Ah, geht doch nicht. So. So, die ist dahinter. Die kann aber nicht mehr hier hin. Ah, blöde Brücke. Okay, bleiben wir erstmal hier. Wo geht's denn? Ich klicke erstmal einen weiter, damit ich gucken kann, wer hier alles noch was machen kann. Produzieren Bogenschütze. Ja, wir brauchen unbedingt hier noch ein bisschen Bewachung. Okay. Der produziert Waren. Sollte erstmal reichen. 51, 32 Einkommen. Ups, ein bisschen weiter runtergegangen. Gut, unser Wolfgang ist da oben. Dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Was noch passiert? Jawohl, das habe ich mir gedacht. Der hat diese lustige Stadt eingenommen. Mit seiner Fünfertruppe. Ach, da unten ist eine Mühle. Mann! So, Forschung, Schlammeile, Gegenmittel, fruchtbar machen, Gruppe schnell verlegen, auch immer sehr gut. So, was haben wir denn hier? Baumaschine produziert. Die ist gut. Dann nochmal ein Bogenschütze, hier nochmal Bogenschütze, dort auch. Okay, jetzt haben wir ein bisschen einigermaßen safe die ganze Geschichte. Da ist ein Schamane mit bei. So, die hau ich mal weg. So, den hau ich in die Gruppe rein. Hab ich wenigstens hier einen. So, hier ist noch eine Gruppe. Das sind alles nur Bogenschützen. Aber hier dürfte. Ja. Hier die mal positionieren. Du bleibst hier. Schauen wir mal. Es hat jemand eine Auszeichnung hiervon? Nein. Das sind Menschenbogenschützen. Ah, was heißt? Packen wir dich noch hier rein. Und dann schauen wir mal, wie wir mit der Situation umgehen können. Das sind alles nur Goblins, Wolfsreiter. Die kann ich ja eh nicht angreifen. Wetten, die kann ich nicht angreifen. Obwohl, ich werde mich mal hinstellen. Nein, ich werde mich mal hinstellen. So, kann ich denn hier rüber über die Brücke? Kann ich. So. Hier ist eine Quelle, eine Einkommensquelle, die kann man nehmen. Wie ist klar?
Dann machen wir mal die Einkommensquelle. Gucken, kommen wir da. Ja, kommen wir noch hin. Ach nee, geht ja nicht. Sorry, liebe Leute. Ich wieder. Ich bin immer so ein Friedlicher, ne? Okay. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal den Teleport hier im Auge. Dass wenn die nämlich noch irgendwie mal sich umstimmen sollten, dass sie mich kaputt machen, dann ist Mist. So, ich bleib jetzt erstmal hier. Und das ist mein Oberheld. Die können alle gut noch voranschreiten. Jetzt werde ich mir erstmal hier eine Wand bauen. So, immer schön gemütlich bleiben. Hier, die könnten eventuell noch hier hin platzieren. Yep. Okay, und ihr geht hier hin. So, noch eine Runde. Ja, die tun uns nichts, die Roten. Noch nichts. Das heißt noch nichts Gutes. Ja, dauert noch ein bisschen. Muss berechnen. Alles klar. So, Wolfgar hat wieder eine Runde geschafft. Ja, 15. Da können wir auf jeden Fall schon mal hier mehr Schaden anwenden. Dann haben wir noch 5 Punkte frei. Bogenschießen braucht ihr eigentlich nicht. Giftschutz. Höhlen kriechen. Rundumangriff. Auch geil. Hinzufügen. Stimmt ja, ich erinnere mich noch ganz, ganz sanft. Ja, was haben wir denn im Tagebuch? Rostin, Bogenschütze, okay. Schafft ein Level. Was haben wir hier? Noch ein Bogenschütze. Ich muss noch einen. Ach, wo haben wir denn hier noch einen? Das sind auch ein Bogenschützen. So. Ich habe viel zu viele. Ja, ich habe nur einen Schamanen da. Das ist doof. Die anderen habe ich hier irgendwo. Oder ist der hier unterwegs? Ja, da die sind unterwegs. Dann machen wir folgendes. In welche Richtung? Helden schicken. Okay. Wie sieht es mit den Gebäuden aus? Produzieren Frosting Bogenschützen nicht genügend Gold. Das ist jetzt echt Mist. Heißt, ich müsste hier produzieren. Okay. Machen wir folgendes, dann müssen wir die löschen. Was geht das nämlich hier alles? Ja, 7 plus 12 nur. Ah. So. Das heißt, wenn ich zu wenig Einkommen habe, dann kann ich keine Leute produzieren und keine Sachen. Das wird nämlich hier genauso sein. So, weil das hier habe ich jetzt installiert, diese große Kriegsgaleere. Die kostet natürlich sehr, sehr viel Gold. Yep. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch eine Ressource. Die können wir natürlich auch einnehmen. Das ist ein bisschen. Ja. Gehen wir erstmal hier nach vorne. Okay, das ist die schwächere Gruppe. Aha! So, bis jetzt sehe ich, dass wir hier eine Achtergruppe haben und die haben zwei Schamanen und hier, was ist denn da, ein Wildschweinreiter? Ja. Ein Wildschweinreiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was die vorhaben. Ich werde aber auf jeden Fall noch mal speichern und beenden. Oh, macht mal. Oh, da ist wieder ein Held. Der graue Neutrale hier. Jetzt hat natürlich hier wieder viel. Oh, hier haben wir noch ein
Bogenschützen, Rückerschaft und Level. Mensch, ach nee, stopp. Ein Tag zu früh. Okay, da soll es erstmal gewesen sein. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Die haben sich wohl wieder verpinkelt, wa? So, du gehst mal hier rein, dann habe ich den Doppeltrupp. Schieben. Und ja. 4 Einkommen plus 10, das ist jetzt echt übel. Ich muss zusehen, dass ich was hinkriege. Kann ich denn? Ja, da komme ich hin. Aber als einzelne Person bringt das ja nichts. Hin. Nope, geht nicht. Also erstmal hier nochmal die Schamanen platzieren und nochmal eine Runde vervollständigen. Jawohl. So, erforscht. Jo, das kann man so heilige Wälder machen. Wasser gefrieren. Ja, Wasser gefrieren ist auch cool. Da könnte ich nämlich über Flüsse gehen. Ist mir auch nicht so ganz... Na, Untote vernichten ist immer gut. Ja. Mal hier zusammeln hier. So. So, Gruppe schnell gehen. So, 14 plus 16... Also 16 Einkommen habe ich noch. Muss ich da ein bisschen summieren. Bin mal gespannt, wer bist du denn? Du bist ja auch schon hier. Level 1. So, komm, ich muss mal aufleveln hier. Dann werde ich mal freier hier rausholen. Gucken. Das klappt. Aha, Taktisch. Level 1 gegen meinen Level 6er. Oder? Habe ich mich zu früh gefreut. Tja, Zauber, ne? Eissplitter bitte sehr. Okay, jetzt kann ich ja nichts mehr machen. Kann auch nicht gehen. So, jetzt gibt's einen auf die Stimme. Zack. Ja, so, erledigt. Oh, Moment mal, da kam noch ein Held raus. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Mist, und die Runde ist noch nicht beendet. Das heißt, der fängt an. Ja. So, aber auch nicht schlimm. Das ist sogar ganz gut. Dann habe ich wieder einen Zauber aufgeladen. Nee, eben nicht. Stimmt. Ich muss selber die Runde beenden. Richtig, weil... Seht ihr? Das ist nämlich alles ausgegraut. Ah. Okay, machen wir mal einen Rückzug nach hinten. Dann muss ich mir die Runde beenden, damit ich meinen Zauber wieder aufladen kann. So sieht es nämlich im Endeffekt aus. So, so, so. Nee, das ist jetzt dull. Mit was habe ich jetzt hier fehl... Ich habe nicht... Das verstehe ich jetzt auch nicht mehr so. Okay, was haben wir denn hier für eine Geschichte? Zauberangriff des Baden. Mann. Mal gucken, was das für jemand ist. Ach, nur eins. Okay, dann werde ich das mal wagen. Aua! Das sah nicht gut aus. Höhlenkriechen, Todesangriff. Mann, da kriege ich meinen... Ja, das sieht übel aus. Ja, das ist blöd. Wieso? Ah, shit,
der Zauber, die Zauber sind alle nicht aktiv. Weil ich ja angegriffen worden bin. Ja, die ist jetzt weg. Pass auf, dann werden wir doch mal die Flucht nach vorne machen. Gucken, ob das noch geht. Oh. Das war noch parieren hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Das bringt ja nichts. Nee. Die Freier bin ich, oder den Freier bin ich los. Schade. Aber dann spare ich wieder Kosten ein. Weil die kostet ja auch. Das ist blöd gesagt, sorry. Das ist so. Ich kann hier nicht raus. Wo muss ich denn hingehen, um rauszukommen? Das war doch mal so. Hm. Okay. Nee, geht nicht. Und hier oben eventuell dann. Ja, das ist es. Nee, das ist auch nicht. Nee, dann bin ich hin. Oh, Leute. Mein erster Verlust. Aber die hat sich ja auch nur, ja, das hat die alles nicht. Ja, toll. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Geht nicht. Bis hin. Ja. So, weil die Runde nämlich noch nicht zu Ende ist. Deswegen gab es noch keinen neuen Zauber. Weil nämlich in der einen Runde, den ich hatte, in ja, das ist jetzt übelst. Dafür musst du jetzt mal hier, glaube ich, looten. Indem du erstmal hier. Da sind nur zwei von denen. Zack. Okay. Gut. Dann versuche ich es mal mit meinen paar Pikeleuten hier. Vielleicht haben die irgendwie ein bisschen mehr Chancen. Bin mal gespannt. Inwieweit? Aha, wir sind noch nicht weit genug vorangeschritten. Läuft noch nichts. Jetzt läuft was. Okay, ich bin auch noch nicht in der Reichweite dieses Helden. Na. Okay, da sind noch so drei. Läuft doch nix. Ich glaub's ja nicht. Hey. Ist schon rot. Nee, ist noch nicht in der Reichweite. Okay. Gut. Jetzt aber. Ja. Oh, aua, aua. Aua, kaputt. Das ist jetzt doof. Aua, kaputt gemacht. Also greifen wir mal an. Nee, das ist... Das ist Suicide, Leute. Oh. Geschafft. Naja, ist doch schön. Das ist gut. Wenn wir hier wieder mal gucken, wie es weitergeht. Gefecht gewonnen. So, und unser Hauptheld ist hier. Ich brauche ja noch hier meine zwei Schamanen. Das ist ganz wichtig. Dann kann ich ja hier schon mal wen herauslösen. Und zwar machen wir die hier. Werden die mal hier herauslösen. So, eine neue Runde beginnen. Oh.
Wasser. Ergänzt alle bisherigen Trefferpunkte für das eine Einheit. Schön. Winde des Zorns. Trennung, Kältehauch, Strudel. Das sieht gut aus. Okay, Frostling Bogenschütze. Dort soll auch so bleiben. Untote vernichten erforscht. Okay. Dann Watch. So, deine beiden Schamanen hier rein. Perfektor. Und du hier hin. Dann dich. Ja, weißt du was? Nehmen wir die beiden. Gehen auch nochmal hier hin. Reicht nicht mehr. So, müssen wir hier noch was machen. Oh, als halber machen wir noch zwei Stück dazu. Das reicht. Okay, können wir in der nächsten Phase die hier angreifen. Hier unten passiert noch nichts. Mit denen haben wir Frieden mit den Roten momentan noch. So, was haben wir denn hier? So. Muss ich mal gucken, wie ich. Die kriege ich nicht angegriffen hier. Was ist denn das für eine? Das ist Wandir der Verbannte. Wandir der Verbannte. Hohe Moral. Zauber 1. Angriff gehen, Giftangriff, Nachtsicht und Verbergen. Ach, der kann sich sogar unsichtbar machen. Jetzt muss ich mal gucken, mit welchen ich hier mit dem. Okay. Ja, da komme ich auch hin. Und mit dem käme ich auch hin. Also, mach mal folgendes: Nehmen wir hier die Wolfsreiter raus. Chance. Gegen den Wandir zu gewinnen. So. Das wird nicht klappen. Ne, da brauche ich gar nicht hin. Okay, Doki, speichern wir mal wieder. Okay, wenn das ist, wenn ich die ganze Gruppe nehme und ich würde angreifen, dann reicht es auch nur einer. Da kommt aber trotzdem die ganze Gruppe mit. Und auf geht's. So, ich bin derjenige, der anfängt. Ich werde erstmal hier gleich aufgehen. Moment mal, hast du Rundumangriff? Nee, hat er nicht. Mal gucken. Okay, er kommt noch nicht auf uns zu. Das heißt, wir können erstmal ein paar Trippelschritte machen. Immer noch nicht. Bis er dann ja in die Reichweite von uns ist. Genau. Aua, aua, aua. Oh, das sieht gut aus. Gut, okay. Können wir das noch machen und von hier aus angreifen? Dich nebenbei. Oh, er hat ein Gift eingesetzt und eine vergiftete Waffe. Jo, auch geschafft. Fertig ist die Kiste, liebe Leute. Ja, und jetzt sind die 2 Stunden schon rum, die ich mir vorgenommen habe, hier zu streamen. Ganz zum allerersten Mal Age of Wonders aus 1999. Vielen Dank für die Leute, die sich das angeguckt haben im Lurk oder auch wie JD376. Herzlichen Dank für deinen Eintrag. Ich kann hier nur den Chat sehen. Und vielleicht mache ich weiter beim nächsten Mal. Einfach mal reingucken. Macht's gut. Tschüss.